Was hast du für den Propheten a.s.w. gelitten? Was hast du für diese Religion gelitten? Was hast du für diese Religion getan? Was hast du für Allah gemacht? Ich sag dir eins. Achi, Nelson Mandela, ne? Der gegen Rassismus zu kämpfen, vor Gericht, als sie 25 Jahre eingesperrt haben, hat er gesagt, ich bin bereit für diese Sache zu sterben. Achi, heutzutage die Muslime, die meisten Muslime sind noch nicht mal bereit für den Islam zu leben, geschweige denn zu sterben. Achi, du musst dir sagen, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahrlich, meine Opferriten und mein Gebet und mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welten. Das muss man sich sagen, Bruder, aber wallahi, Bruder, heute sehen wir Muslime, glaub es mir, sind nicht bereit, nur einen Windzug auf den Weg Allahs zu ertragen. Keinen Windzug. Sobald irgendein Mujrim aus den Löchern kommt, haben sie sich schon in die Hosen gemacht und ziehen sich zurück. Die Mushrikun, ach, die Mushrikun, die für Ewigkeit in die Hölle gehen, sind bereit, neben dem Propheten zu stehen. Wer ist bereit, heute zu sagen, der Koran ist mein Buch. Ich liebe Allah. Und es ist mir egal, ob sich die ganze Welt gegen mich versammelt. Die ganze Welt. Ach, aber ich sage euch eins. Allah wird dieser Umma nur helfen, wenn sie diese Izzah zurückgewinnen. Wenn sie bereit sind, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Brüder, wir haben jemanden, der mit uns ist. Allah. Was würde da noch passieren? In Tanzurullah in Zirkum. Wenn Allah euch hilft, wenn ihr Allah helft, er euch helfen. Was ist, wenn Allah dir hilft? In Zirkumullah fele ghalibalakum. Wenn Allah euch hilft, kann euch niemand überwältigen. Allah hilft dem, der ihm hilft. Dieses Versprechen gilt bis Yawm al-Qiyamah. Deswegen sage ich dir, wenn du heute hier rausgehst, hebe deinen Kopf hoch. In Tanzurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, Allah wird euch helfen. Dieses Bewusstsein muss in dir drin sein. Von deiner Zehenspitze bis zu deiner Haarspitze. Allah wird diese Religion nach vorne bringen. Mit dir oder ohne dich. Aber du musst dabei sein. Brüder, ich möchte euch aktivieren. Ich möchte einen Funken aus meinem Herz in euer Herz hineinbringen. Ich möchte mit einem Schneeflocken kommen, der zu einer Lawine wird. Sein Sabr war, dass er am nächsten Tag wieder dort steht, wo er beleidigt wurde. Dass er am nächsten Tag wieder dort steht, wo ihm beispielsweise Kamel innerein auf den Rücken geschmissen wurde. Dass er am nächsten Tag wieder dort steht, wo sie beide Botschaft angegriffen haben. Und nicht, dass er sich zurückgezogen hat und dann sich zu Hause hingesetzt hat und gesagt hat, ja, wir haben Sabr. Nee, er ist rausgegangen. Und er hat weitergemacht, egal ob die ganze Welt gegen ihn ist. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Brüder, und das ist die Botschaft, die wir verinnerlichen müssen. Das ist die Botschaft, die wir verinnerlichen müssen. Immer diese Jammerlappen und Heulsusen. Subhanallah. Ach, der Prophet war kein Jammerlappen gewesen. Sondern in der Situation, wo 10.000 Leute vor Medina stehen,
Ja, 10.000 Leute und damals hieß 1.000 Leute, kann keiner besiegen. Ratterfahren und so weiter, Banu Qurayza im Rücken. In diesem Moment, was sagt er seinen Gefährten? Er schlägt auf den Stein und sagt, Allahu Akbar. Von Scham, wir sind die Schlüssel von Scham gegeben worden. Dann schlägt er wieder drauf, Allahu Akbar, sagt Allahu Akbar, ich sehe die Tor, ich sehe die Schlüssel, wir sind die Schlüssel von Persien gegeben worden. Ich sehe die Tore von Persien, ich sehe die Schlösser von Persien. Dann schlägt er das dritte Mal drauf, sagt Allahu Akbar, in dieser Situation sagt, ich sehe die Tore von Sanaa. Das ist Islam, Leute. Brüder, ihr müsst mit dem erhobenen Haupt rausgehen. Der Prophet hat seinen Kopf nicht runtergetan für irgendjemanden außer Allah.